Hallo NES-Freunde, da bin ich wieder. Ich zocke alle NES-Games von A bis Z und heute bin ich bei Beetlejuice. Mal schauen. Experten, NES-Experten werden erkennen, hier am Cover ist dieses wunderbare Regenbogen-Logo, das für mildeste Qualität ever steht. Also Spiele mit Regenbogen-Logo, weiß man, das wird wohl nichts. Das wird wohl nichts. Mal schauen, ob es hier auch so ist. Hier ist schon mal ganz, das ist mal ganz nett gepixelt. Ja, mei, warum nicht? Okay, los geht's. Beetlejuice. 10 Minuten Minimum. Die Lebensanzeige oder irgendeine Anzeige ist aus irgendwelchen Gründen in der Mitte. Warum auch immer. A ist hüpfen, B ist was auch immer das ist, stampfen. Kann ich da jetzt zerstampfen da? Nein, ich kann diese Gegner wohl nicht zerstampfen. Und es flackert ohne Ende. Und mit diesem Schlüssel hier gehe ich hier zurück. Es ist keine Mauer. Ja, woher soll man das wissen, dass das keine Mauer ist? Okay. Der Schlüssel ist weg. Aber ich kann jetzt da reingehen. Gut. Scheint sich wohl irgendwie gemerkt zu haben. Okay, da ist Laser. Laser. Noch mehr Laser. Da oben ist Feuer. Ah, da oben ist ein Schalter. Hä? Ich habe den Schalter jetzt von da unten aktiviert. Ob das so geplant war, dass das geht? Ich bezweifle es irgendwie. So, da jetzt fahren wir darauf. Ja, da ist jetzt wieder Laser. Er hat mich gleich gebrutzelt, der Laser. Warum auch immer der Laser ist. Ja, ich weiß nicht, ob ihr die Serie kanntet. Ich habe sie damals mit sehr gemischten Gefühlen gesehen, die Serie. Das weiß ich noch. Ah, da drüben ist der Schalter, okay. Ah, das Feuer. Okay, ich darf mich nicht ins Feuer begeben. Mist. Ah, geh bitte. Gut. Continue. Nochmal. Hopp. Hopp, hopp. Okay, jetzt konnte ich über das komische Feuer drüber springen. Kollisionsabfrage ist sehr fragwürdig. Ich aus irgendwelchen Gründen wurde ich anscheinend sehr klein. Okay, da kommt der Hai. Wie kann ich den Hai ablenken? Muss man schnell genug sein. Okay. Naja, ist es jetzt richtig mies? Ja, es ist schon recht schlecht, aber es ist schon recht schlecht, recht einfallslos vor allem. Ziemlich hingerotzt. Na, das ist doch ein Mist. So, weiter geht's. Jetzt muss ich da irgendwo rauf. Aha, diese Blumen soll man anscheinend einsammeln. Okay. Danke für diesen Hinweis. Hier gibt es ein Buch. Ich habe ein Buch gefunden. Super, awesome. Danke. Jetzt wird da was aktiviert. Aha, dieses ist aus dem Kopf gefallen. Und jetzt darf ich nicht nach unten fallen. Achso, das ist jetzt auch plötzlich neu. Da bin ich, okay. Okay. Instant tot. Es ist. Wieso sollte man das spielen? Außer man war damals ein armer Junge, der sich das zum Geburtstag gewünscht hat. Ja, Beetlejuice ist so eine coole Serie. Und dann kaufst du das Spiel und crap. Einfach nur crap.
Sehr gut. Und jetzt? Ah, jetzt steht der Exit, damit ich es auch verstehe. Weil die visuelle Kommunikation war nicht ausreichend. Kann ich die da nicht irgendwie zertreten? Komm schon. Na, ich kann die nicht zertreten, diese Dinger. Das ist doch ein Schwachsinn. Sorry. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich auf die Wolke springen kann. Ah, aber da auf die Fliege kann ich oben drauf springen. Okay. Da sind das da. Habe ich die zertreten da? Ja. Bringt das irgendwas da? Es kommt ein Skorpion. Da kann ich da reingehen. Aha, sind da ein Minigeschwür? Was möchte ich kaufen? Ein Kopf? Birdman? Skelett. Was habe ich? Ich kaufe das teuerste Skelett. Start geht nicht, Select geht nicht, A geht nicht, B geht nicht, okay. A, B. Ist nicht geschafft, das zu kaufen. Kaufen, kaufen, kaufen. Ah, ich habe was gekauft schon. Ich habe jetzt nämlich weniger Geld. Gut, dann lass mich da wieder raus. Ah, das sind Bienen. Bah. Und jetzt? Ist ein Bienen? Na. Verstehe es nicht. Was muss ich jetzt machen? Ah, ich darf trampeln. Select, Start. Ah. Ich kann da was auswählen. Geist. Kann ich mich da verwandeln in irgendwas? Hm. Gut, da kann man sich in Sachen verwandeln. Immerhin habe ich das noch gecheckt, bevor die 10 Minuten abgelaufen sind. Aber... wahrscheinlich muss ich Birdman kaufen, oder? Okay. Und mit Birdman fliege ich dann da weg. Na. Na, das macht keinen Spaß. Reicht den Birdman jetzt noch? Ja. Warum habe ich den nicht aktiviert, den Birdman? Okay, das ist der Punkte zu sammeln, das verstehe ich jetzt schon. Punkte gesammelt, geh da rein und hol mir. Was auch immer das ist jetzt. Ich möchte wieder raus. Das Menü ist so langsam, dass ich nicht weiß, ob man richtig gedrückt hat oder nicht. Was ist das? Ah, da kann es nach unten. Auf das muss man mal kommen. Das ist. Ah, das ist nichts. Ganz kurz noch. Was ist das da?
Blume eingesammelt. Und jetzt darunter. Okay, könnte ja genauso sein können, dass man da irgendwo hinkommt. Gut, man kommt nirgends. Da kann ich durch die Mauer oben durchspringen. Da kann ich wieder. Kann ich da jetzt rauf irgendwie? Nein. Man muss sich wohl rechts runterhüpfen. Es geht nicht links, es geht nicht darunter, also kann es eigentlich nur noch da weitergehen. Wie komme ich da jemals wieder raus, bitte? Ja, der Regenbogen des Todes hat sich bewiesen. Dieses Spiel ist leider crap. Mega crap, Leute. Das war's für mich. Das war's für mich. Spielt es bitte nicht. Es gibt so viel Besseres, womit man seine Zeit verbringen kann. So viel Besseres. An der Stelle bleibt mir nur noch Danke zu sagen. Unten könnt ihr abonnieren. Da könnt ihr euch wesentlich bessere NES-Spiele anschauen. Die habe ich hier drüben verlinkt. Schaut euch was Besseres an als Beetlejuice. Beetlejuice sucked.